Moin, hallo und willkommen zurück zu The Room 2 oder der Raum 2. Wir sind im letzten Raum von diesem, ja, hier gesagt, Kapitel jetzt beinahe. Wir müssen hier noch ein bisschen weiterkommen. Wir hatten hier einen Fall nach unten. Ich weiß noch nicht genau, warum hier ein Fall nach unten ist. Da unten an der Schublade. Das heißt, wir müssen da noch irgendwas machen. Aber ich weiß noch nicht genau, was wir da machen können. Das sieht aus, als könnten wir hier auch irgendwas machen, ne? Da ist noch irgendwas, ich bin mir nicht sicher. Bin gerade wieder ein bisschen ruhiger, versuche mich gerade wieder ein bisschen zu konzentrieren. Das kriegen wir nicht auf, weil das gelockt ist, glaube ich. Hier ist, das sieht aus, als könnten wir da was öffnen, vielleicht. Da müssen wir wieder irgendwas drehen. Da können wir nicht reingucken, irgendwie, warum auch immer, keine Ahnung. Wir haben auch noch einen Schraubendreher hier. Da ist der Fall nach unten, bei der 1. Ich weiß nicht genau warum. Da gehört noch ein Schild rein, das wir auch nicht haben im Augenblick. Das wird wieder ein bisschen dauern. Ich glaube, wir müssen erstmal wieder ein bisschen, wie beim Diesel, erstmal ein bisschen warm werden. Und dann können wir rausfinden, was wir brauchen. Wir müssen noch die Batterien finden, ne? Was ist da hinten? Keine Ahnung. Das Teil können wir nicht zufällig hier reinstellen oder so? Ne, können wir nicht. Können wir da umpacken? Können wir das anschmeißen wahrscheinlich? Tja, was machen wir denn jetzt? Die Karteikarten waren das hier. Aber nicht mehr. Tja, hier war sonst nichts mehr, was wir einsammeln konnten, ne? Was können wir denn losschrauben? Wir können auch irgendwas losschrauben. Das hier vorne aber nicht, ne? Frage mich, ob man das hier bewegen kann. Ich glaube, das kann man rausziehen, wenn wir da was haben. Ich weiß noch nicht genau, was. Wir brauchen hier diese Zeichen und diese Zahlen. Zahlenkombination. Lass das auf dem Boden. Können wir das anklicken? Nee, ne? Das sieht schon interessant aus, das ist hier alles auf dem Boden, als wenn wir ein Portal bauen wollen hier. Vielleicht bauen wir ja tatsächlich ein Portal, ich weiß es nicht genau. Okay. Das geht nicht weiter. Das auch nicht. Da kommen wir noch nicht ran. Gibt es hier irgendwo Symbole oder sonst irgendwas an der Dingens? Hier sind Symbole, aber hilft uns nicht weiter. Gucken wir mal. Nix. Da ist Fall nach unten. Aber wenn ich Fall nach unten mache, komme ich nur hier hin. Ein Teil des Schildes fehlt halt. Ich weiß aber nicht genau, was. Ein Teil des Schildes. Da gehört auch ein spezieller Schlüssel rein. Hier kommt man auch nicht so mit den Schraubendreher oder so, ne? Die Dinger schrauben? Nee. Da fehlt auch der Griff, sehe ich gerade. Das können wir gar nicht aufmachen. Tja. Hier müssen wir eine Batterie haben. Wir konnten das Ding aufmachen. Kann man das Ding ganz aufmachen jetzt hier? Weil wir das so geöffnet. Ne, ist nur da unten, dass wir es geöffnet haben, ne? Ja. Ist das Ding auch aufgehört zu rotieren hier, ne? Komischerweise. Merkwürdig. Da können wir auch nichts machen. Da liegt noch eine Spritze, ist das, glaube ich, ne? Den Strom kann man nicht umschalten. Sind hier irgendwo Informationen? Ich verstehe noch nicht ganz, warum wir hier verkehrt rüber gucken können.
Ich lasse es mal fokussiert da drauf. Hilft uns aber, glaube ich, noch nicht weiter. Der zeigt mir Pfeil nach unten, aber was sagt mir Pfeil nach unten? Können wir losschrauben? Nein, können wir nicht. Den Griff losschrauben? Können wir auch nicht. Hier auch gerade nichts Ungewöhnliches an der Tür, ne? Bin wieder ein bisschen ruhiger. Tut mir leid, ich versuche mich gerade wieder ein bisschen zu konzentrieren, hoffen, dass ich doch mal irgendwas finde. Aber ich stehe mal gerade wieder völlig auf dem Schlauch. Wollt ihr da was angucken? Nee, ne? Ich glaube, wir müssen erst was machen hier und dann können wir. Können wir wahrscheinlich die Dingens freischalten. Die anderen beiden Teile, die da im Raum sind. Das Ding muss, glaube ich, raus und hier rein. Aber dazu müssen wir erstmal was haben, was wir da reinstöpseln können. Ich weiß nicht genau, was wir hier machen müssen. Wir brauchen diese Symbole. Können die Kiste nicht öffnen, weil wir die Symbole nicht haben. Gucken wir hier nochmal rein. Wir können hier ganz hoch gehen. Aber das hilft uns nicht weiter. Hier irgendwas? Nee, ne? Nichts Besonderes? Nee. Da muss die Filmrolle rein. Die könnte vielleicht hier drin sein. Ich weiß es nicht genau. Die Kombination fehlt uns leider. Geht direkt da drauf, okay. Das sieht aus, als wäre das eine Sperre, die wir da hochschieben müssen, wenn wir die Batterie hier haben. Tja, ich bin gerade überfragt. Jetzt geht das wieder los. Was mache ich denn jetzt? Ich würde das hier gerne mitnehmen, aber es geht nicht, ne? Da gehört was auch immer rein. Wo können wir denn? Ich brauche irgendwie den Code. Vielleicht auf der Tafel? Da kann man auch nichts sehen, da ist nichts drin, nee. Ich denke und denke und denke nach, aber ich finde gerade nichts. Okay, ja, okay, alles klar, wir müssen hier Strom haben, dann geht das hier drauf und schießen dann dahin zur Kiste. Das heißt aber. Wir müssen unbedingt die Dinge so ausfindig machen. Tja, wie mache ich denn das jetzt? Ich finde hier gerade echt nicht weiter. Das ist jetzt ein bisschen blöde. Da ist noch ein Käfer drinne. Die Kiste können wir auch nirgendwo hinstellen oder so, ne? Ich kann auch nichts leuchten. Also hier gehören noch Dinger rein. Da. Das
Das irgendwas muss da noch rein. Moment, da können wir uns die Symbole machen? Sehe ich jetzt erst. Moment, welche Dinge haben wir hier? Doppelwellen. Und die hier. Keine Ahnung, was es ist. Dann haben wir dieses S durchgestrichen. Ist eine 7. Moment, was ist denn das für eine Zahl dann? Ist das eine 1? Könnte sein, ne? Sieben. Das letzte Teil. Ein Strich mit einem T dran. Das Ding hier. Ist die 3. Okay, alles klar. Bingo. Okay, man muss echt nur wissen, was. Batterie. Wo bauen wir die Batterien ein? Da drüben oder hier? Sagen hier, oder? Meine, die Batterie ist nicht geladen, die müssen wir jetzt aufladen. Das heißt, die muss erst in das Gerät da drüben rein. Um sie zu laden, glaube ich. Okay. Geladene Batterie. Nice. Okay. Dann kommt das da rein. Okay. Wo ist denn da? Also gucken, wir müssen durch die Dinger durch. Oh, wir müssen jetzt richtig den Winkel bestimmen hier. Das passt noch nicht. Oh. Sternförmiger Griff, okay. Sternförmiger Griff ist aber das hier nicht, oder? Doch. Okay. Eine Filmrolle. Kirkton Sanatorium. Geschätzter Professor de Montfaucon, oder was? Ihre altruistischen Motive bezweifle ich zwar nicht, doch dem Zustand ihrer Schwester ist der fortgesetzte Aufenthalt in ihren Anwesen nicht zuträglich. Ich bitte Sie, Madame Lucies, schleunigst mögliche Rückverbringung ins Sanatorium zu veranlassen. Mit eingehendem Gruße, Dr. Beckett. Okay. Jetzt können wir uns hier was angucken. Das ist die Story von der Dame.
Okay. Achso, die Batterie muss da rein. Die Batterie ist. Wo ist die? Die brauchen wir doch da drüben eigentlich, ne? Oder müssen wir die jetzt hier rausnehmen? Ich kann die nicht rausnehmen, dann nur. Da bin ich jetzt gerade verwirrt. Einfach mit elektrischen Anschlüssen. Ja, das Problem ist, sie haben keine Batterie. Das ist das Problem. Wir haben doch keine Batterie. Können wir noch irgendwas an der Kiste machen? Wahrscheinlich nicht, ne? Das muss da oben hingezielt werden. Da können wir nichts ändern. Das ist jetzt aber doof. Wie mache ich denn das dann? Ich müsste das ändern, dass das da rüber geht. Oder ich bräuchte ein extra. Extra Dingen. Was können wir denn noch machen? Das bringt aber nichts, wenn wir hier. Ne, da müssen wir es rein. Das leuchtet auf jeden Fall rot und das haben wir da oben auch schon. Tja, jetzt bin ich aber echt gerade ein bisschen überfragt wieder. Wir haben noch einen Schraubendreher. Ich weiß noch nicht genau, wofür wir den brauchen. Wir können das nicht gucken, weil wir hier Dingens brauchen, ne? Saft. Elektrische Anschlüsse. Wir brauchen noch eine Batterie. Ich habe allerdings keine Ahnung, wo wir noch eine Batterie herkriegen jetzt. Weil drüben, die kann ich nicht rausnehmen. Das heißt, wir müssen noch eine zweite haben. Tja, jetzt bin ich gerade überfragt. Die Batterie können wir nicht mitnehmen, ne? Die sitzt fest. Ja. Wir brauchen noch eine Batterie. Wie machen wir das denn jetzt? Fragen über Fragen. Können wir noch irgendwas sehen? Können wir das wieder wechseln? Hier, warte mal. Aha. Da fehlt ein Käfer. Ein Käfer fehlt. Wenn die Aufschrift stimmt, müsste es ein Hirschkäfer sein. Großer Griff. Subjekt EH. Ansatz oben rechts. Abtrennung Schultergelenk. Was? Vollständige Aufhaltung, Subjekt Nekrose bei Prämortem Einflößung von Serum 05 gefolgt von Postmortem Einflößung von Serum 04. Perfekter Muskelreflex bei Elektrostimulation 77¾ mA. Okay. Ein Hirschkäfer, weiß ich, wo der ist, aber da kommen wir nicht ran, ne? Hier ist der Hirschkäfer. Meine Kurbel. Hatten wir hier irgendwas zum Kurbeln? Hier. Okay.
Nein, ich will das hier mitnehmen. Kann ich das Ding rausnehmen? Ach so, ich muss es in den Laser schieben hier, ne? Okay. Jetzt geht der Laser wieder weiter. Dann darfst du nicht mehr durch den Raum durchlaufen hier. Oh Mann. Okay. Okay. Noch eine Batterie. Und ein Nashornkäfer. Okay, da haben wir noch einen Käfer reingesetzt. Da war aber nichts mehr sonst, ne? Experiment 13, Subjekt L, Cardiac Viscus, dauerhafte Aufhaltung, Nekrose, manuelle Durchführung, 73 Viertel mA, Lebensabbild nur wiederhergestellt, bei Null Nähe, kein Weg vorwärts, kein Weg zurück. Liebe Sue, bitte verzeih mir, kam zu spät. Da hat einer versucht, seine Frau wieder zu beleben, wa? So wie das klang. Ziemlich abgefahren. So, nochmal kurbeln. Und drehen und drehen und drehen. Ups. Da ist die Sicherung gerade durchgebrannt, ne? Drehen, 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 drehen. Eine durchgebrannte Sicherung. Ich werde sie entsorgen. Ich muss die kaputte Sicherung ersetzen. Jetzt müssen wir eine Sicherung finden. Toll. Wo finden wir jetzt diese Sicherung? Im Schrank. Das haben wir gelesen. Kann ich noch irgendwas machen hier? Da sind aber Schilder an der Seite, aber die zählen leider nicht. Ja, da ist auch nichts. Jetzt bin ich echt gerade ein bisschen verdirbt hier. Jetzt stehe ich schon ein bisschen neben mir. Das tut mir leid. Ich bin hier echt gerade am Überlegen, was man hier machen kann. Ich brauche eine neue Sicherung. Wo finde ich die denn jetzt eigentlich? Sicherung, Sicherung. Ist doch schon wieder spät jetzt hier. Ich stehe echt schon ein bisschen neben mir, muss ich zugeben. Tut mir leid, wenn hier gerade ein bisschen ruhig ist zwischendurch. Das kann sein, dass ich da schon wieder so ein bisschen abtauche. Weil es schon so spät ist, ey. Aber ich will noch wissen, wie es ausgeht eigentlich. Und ich versuche noch irgendwie ein bisschen angestrengt hier noch voranzukommen. Kann ich hier nochmal drehen? Kann ich. Will ich hier nochmal drehen? Eigentlich nicht, oder? Ach, guck mal einer, schau. Da ist nichts drunter, okay. Wo kommt der Käfer jetzt hin? Ich habe keine Ahnung. Dahin, okay.
Ein Exemplar fehlt noch. Wir brauchen noch ein Exemplar, aber wo finde ich das denn jetzt? Den Schalter haben wir schon umgelegt hier. Ja, da geht nichts mehr. Uns fehlt noch zwei Exemplare. Eins habe ich drüben noch in der Lampe. In der Lampe, sag ich schon, in der Kiste hier. Aber ich weiß gar nicht, wie ich da rankomme. Hier müssen wir noch Licht machen. Eigentlich da fehlt noch ein Laserding. Und dann geht das hier hoffentlich auf. Wir sind jetzt hier. Oder muss ich vielleicht irgendwo anders hin jetzt mit dem Ding? Warte mal. Nee, ich darf es nicht mehr wegbewegen. Okay, das heißt, der Platz ist richtig. Da können wir nicht weitermachen, weil wir die Batterie nicht haben. Hier fehlt immer noch die Sicherung. Ich muss die kaputte Sicherung ersetzen. Ja, die Frage ist, womit, ne? Wir haben keine Sicherung. Wir haben noch keine Sicherung. Wir müssen dann hier noch rüberlasern, auf jeden Fall. Ja. Wenn wir das Schild hätten hier, was noch fehlt, ne? Ein Teil des Schildes fehlt. Hier war aber nichts mehr, Nummer 2, ne? Ich meine, da war Schicht im Schacht. Da war nichts mehr. Das ist auch ein gutes Versteck gewesen, muss ich zugeben. Ja, jetzt komme ich gerade nicht weiter wieder. Das ist wieder ein bisschen Flaute, würde ich sagen, jetzt hier gerade. Wir brauchen eigentlich das Schild. Ein abgebrochenes Schild. Das vielleicht hier raus, wenn wir das hier rausmachen. Ein Käfer fehlt, wenn die Aufschrift stimmt, müsste es ein Hirschkäfer sein. Ja, ich glaube, das ist der große da drüben. Es fehlen auch nur Exemplare, ja. Exemplare fehlen ja anscheinend noch. Aber ich weiß leider nicht mehr, wo wir gucken können noch nach Exemplaren. Eigentlich müsste ja drüben auf dem Schreibtisch noch was sein. Hier. Wir haben überall Käfer gefunden. Vielleicht doch irgendwo noch ein Käfer, der noch weg muss. Das ist eine Hand, glaube ich, ne? Sieht so aus. Irgendwo Käfer hier, den ich übersehen habe? Ne, leider nicht, ne? Da ist auch nichts drinne. Tja, ich bin gerade verwirrt. Wir brauchen noch Käfer. Den einen Käfer kriegen wir, glaube ich, wenn wir den Laser dann noch weiter schustern. Ich brauche noch eine Plakette. Hier ist noch eine an der Seite. Aber da ist ja nichts zu sehen, ne? Moment. Ein Teil eines zerbrochenen Schildes haben wir gefunden. Okay, gut, dass wir da nochmal geguckt haben. Jetzt ist mit der Lampe. Eine Ersatzsicherung. Die Sicherung scheint intakt zu sein. Okay, wir kommen weiter. Dann können wir die Batterie jetzt hoffentlich aufladen. Okay, dann nochmal kurbeln. Kurbel, 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 kurbel. Und zack. Okay, die Batterie haben wir. Jetzt geht's weiter, wieder hier drüben hin. Jetzt können wir uns das Filmchen hoffentlich angucken. Bin mal gespannt, was da jetzt bei rumkommt.
Okay, unheimlich. Konnte man da was gucken mit Dingens? Nee, konnte man nicht, ne? Nee, mehr konnte man da nicht machen. Das ist das Händchen hier, glaube ich. Jetzt ist aber die Frage, wie kommen wir hier weiter? Konnten uns das jetzt angucken, aber was hilft uns das weiter? Ich kann ja hier nicht wechseln, ne? Nee. Warum konnten wir das gucken? Das verstehe ich gerade nicht ganz. Gucke ich noch mal rein. Zeigt er mir irgendwas? Krass, es ist halt nur ein Arm, ne? Beziehungsweise so ein Unterarm. Hier war sonst nichts mehr, ne? Nee. Tja, wir müssen hier noch weiterkommen. Jetzt hier der Laser muss noch irgendwie weitergeführt werden. Aber wie können wir den Laser hier weiterführen? Wir haben jetzt noch ein bisschen was gefunden, aber uns fehlen noch zwei Käfer. Wir konnten hier weitermachen, weil wir hier noch was gesehen haben. Da war nichts. War vielleicht hier noch was im Glas drinne? Nee. Da ist sonst nichts mehr, ne? Nee. Hier ist noch so eine Kante. Ich dachte vielleicht, dass da noch was ist, aber da tut sich nichts mehr. Das haben wir auch schon aufgemacht. Da kommt aber nichts mehr rum jetzt, ne? Vatus Rettus, ne, das kennen wir schon. Nochmal wechseln, aber ich glaube, da war nichts mehr jetzt. Sieht sich jetzt doch schon ein bisschen, ne? Weil ich gerade so derby bin, dass ich das nicht mehr gebacken kriege hier. Da ist aber nichts mehr. Die Sicherung haben wir jetzt noch hier rausgeholt. Ich hab das Gefühl, wir sind hier ein bisschen am Ende jetzt mit den Sachen. Da ist noch eine Kiste, oder? Ne, das war das Schild, was wir da reingesetzt hatten. Tja. Was mache ich denn jetzt? Die Frequenz vielleicht nochmal ändern von Dings, aber wüsste ich jetzt nicht, warum wir die ändern sollten hier. Ne, der Output ist maximal verstärkt. Hier können wir auch nichts mehr machen, glaube ich. Ne, jetzt auch gelockt, okay. Das muss also schon so bleiben. Was haben wir denn jetzt noch? Uns fehlen noch zwei Käfer. Wo können wir denn noch zwei Käfer finden? Hier auf dem Boden? Nee, da sehe ich gerade nichts. Ich verstehe nicht ganz, warum wir das Video uns von der Hand angucken können und mehr nicht. Hat die Hand irgendwas mit zu tun? Jetzt müssen wir uns die Hand genauer angucken. Die ist ja hier in der Suppe drinne. Ne, wir können uns die Hand nicht weiter angucken. Das verstehe ich nicht ganz. Konnten wir nichts machen, ne? Ne, das sitzt fest hier. Da ist das Händchen. Das ist die Hand, die wir gesehen haben. Aber ich weiß nichts damit anzufangen gerade. Da können wir auch nichts machen. Können wir auch nicht drehen oder so? Gar nichts.
Oh je. Dann muss ich ja dann nochmal weiter gucken, wa? Damit ich jetzt nicht gerechnet. Ich wollte jetzt eigentlich Feierabend machen, dass ich hier durch bin. Weil langsam bin ich auch durch. Das merkt man vielleicht schon ein bisschen, weil ich hier ein bisschen Herbdorp manchmal nur so vor mich hin vegetiere. Und es nicht vorangeht. Und ja. Das ist aber ein Batterieladegerät. Das finde ich auch interessant. Ich weiß aber leider nicht genau, was ich hier machen soll. Man kann das noch drehen hier. Aber ich weiß nicht, wofür ich das brauche. Was? Einer der Griffe fehlt. Das heißt, hier kommt noch so ein Ding hin. Okay. Ich verstehe nicht ganz, was das Video uns bringt. Ich habe irgendwas im Video übersehen, was wichtig ist. Die Hand gibt irgendwie Zeichen. Nee, eigentlich nicht. Warum können wir uns das Video angucken? Ich blicke da nicht ganz durch. Ich kann es nicht ändern von der Farbe her. Wir konnten uns das angucken, aber irgendwie bringt mich das gerade überhaupt null weiter. Gucken wir mal die Umgebung noch mal kurz. Die Hand liegt da hinten auf jeden Fall und da ist sie auch in dem Glas. Hier. Das Gerät ist da, das Gerät ist da. Die Batterie ist auch hier. Da ist noch irgendwas drauf, aber wir können es nicht lesen. Ich habe keine Ahnung. Wir können das hier auch nicht mehr machen, weil das ist gelockt. Da geht halt auch nichts mehr hier. Ich bin echt verwirrt. Ich habe keine Ahnung, was wir noch machen können. Ne, da muss ich nochmal schauen. Da müssen wir nochmal was dranhängen. Wenn es nicht mehr so lange dauert, dann hänge ich das noch mit dran, wenn ich aber wieder derbymäßig durch die Gegend tiger hier noch kurz vorm Ende, dann muss ich nochmal schauen. Dann muss ich erstmal Stopp machen. Ich bin nämlich echt, ich bin echt Banane. Jetzt hier ist es spät schon wieder. Jetzt ich muss irgendwie mal eine andere Zeit finden, das früher zu machen, damit ich hoffentlich mal ein bisschen fitter bin hier. Eigentlich müsste ich das vormittags machen, das wäre besser, aber das geht meistens nicht, weil dann hier so laut ist und ich auch nicht zu nichts komme. Da muss ich mal schauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen bis hierhin. Mir auf jeden Fall, wenn ich nicht ganz die ganze Zeit derpy bin und hier die Charlie Aussetzer habe, wie immer. Denn irgendwann haue ich mir dann doch mal in den Kopf auf die Tastatur, das wäre nicht so toll. Ja. Ich sage danke fürs Zuschauen und wir sehen uns dann hoffentlich endlich in der letzten Episode und dann haben wir The Room 2 hoffentlich geschafft. Und ich würde sagen, bis dahin, macht's gut. Ciao.